Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Jetzt fängt der Morgen so an. Ja. Wir frühstücken erstmal. Es ist wie spät? Wir haben meine Uhr nicht. Oder ich guck. Meine Uhr liegt da. Es ist um 10. Cliffy war schon da. Der fährt nochmal kurz zum Friedhof. Und. Ja, wir frühstücken erstmal, dann gibt es noch heißen Tee und meine Schokolade. Und wir waren bis um 3 wach. Und das ist noch mal gewesen. Schutz. Ich habe nicht so gut geschlafen die erste Nacht. Es war kalt. Also ich fand es sehr kalt, obwohl ich schon an der Heizung lag, war es mir auch sehr kalt. Wird wir essen erstmal. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt alles, was in der alten Wohnung ist, hierher gebracht. Da hinten liegt Lea. Ganz eingemauert. Du kümmerst dich jetzt um die ganzen Kabeleien. Und ich. Also du kümmerst dich um das ganze Wohnzimmer. Hier im Schlafzimmer sind wir so weit durch. Das ist hier noch Müll. Den müssen wir noch wegräumen. Die Betten sind ja schon so weit fertig. Da sind nur noch 2 Säcke, die noch in den Kleiderschrank rein müssen. Das Bad ist soweit. Naja, fertig. Wir wollen heute früh noch schnell baden. Und die Küche ist noch das Schlimmste. Das muss definitiv gemacht werden. Und nein, also das Schlimmste ist wirklich das Kinderzimmer. Bäm. Ruhig am schlimmsten. Es ist alles Müll. Das habe ich gerade eingeräumt. Die Schränke habe ich gerade alle eingeräumt. Der Schrank ist jetzt auch voll. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen anfangen. Sonst sind wir nicht fertig. So. Es ist... Guck mal, wie spät es ist. Dann jetzt nochmal schnell unser Essen holen. Es ist schon 6:30. Uns geht's nicht sehr gut. Ich habe jetzt erstmal die ersten 2 Stühle hergetragen. Ich wollte jetzt eigentlich die nächsten Stühle hertragen, aber ich habe gesehen, dass Trixie irgendwo hingekotzt hat. Das muss ich jetzt erstmal sauber machen. Es sieht erstmal, ja. Daniel hat gerade Virginia ihr neues Versteck gefunden. Ich habe gedacht, die wird irgendwo hier so dazwischen sein. Also mal ganz ehrlich, jetzt mal ehrlich, geh doch nicht da rein. Guck mal, wie eng das ist. Das ist so zu. Oben, auch nicht unten. Daniel hat sie jetzt richtig gefunden. Man sieht sie, glaube ich, gar nicht. Doch, man sieht sie ganz leicht. Was, Jan? Du bist so knuffig. Wir haben ein kleines Wasserproblem. Ich habe kurz das Wasser angemacht und dann habe ich es wieder ausgemacht. Ne? Dann habe ich es schon laufen hören, ganz leise. Ich habe jetzt ja nicht gewusst, was es ist. Und dann habe ich es hier hinten. Wir sehen, wie es hier laufen ist. Wir haben jetzt erstmal fast alles trocken gemacht. Was machst du? Okay, wir haben erstmal das Problem. Ich mach das erstmal trocken. Guten Morgen. Wir sind unterwegs. Wir sind wieder nach Hause auf dem Weg. Wir waren gerade beim Arzt. Wir haben uns über Nacht oder halt seit Samstag kränkeln wir schon ein bisschen rum. Es kann aber auch sein, dass wir uns einfach so sehr verausgabt haben bei der Wohnung. Und da die Wohnung nicht wirklich heiß wird, haben wir uns erkältet. Naja, doch, die wird schön. Ja, aber nicht so, wie wir es gewohnt sind. Also es ist schon mal erstmal eine Umstellung. Und die ganzen Fliesen, das ist halt alles noch viel kälter, also schon sehr kalt. Und mein Ohr tut ganz schön weh. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause,
frühstücken. Und ja. Und? Fertig. Alter, hab ich gemacht. Ach, das sind die. Okay. Wir nehmen jetzt unsere Stämme mit. Oh. Guck mal, die nehmen einfach alles mit. Böse. Und das wird rausschauen, Alter. Kurzes Update, wie es hier aussieht. Hier sind unsere Jacke. Unsere Schuhe, die hat man eigentlich erst draußen gehabt, aber jetzt sehen die Schuhe immer drin aus. Meine Tasche, den lasse ich auch stehen. Pünktchen, meine Schlüsselanhänger. Spiegel. Wohnzimmer ist noch nicht fertig, aber hier steht schon mal die Wäsche. Hier habe ich alles gekehrt und gewischt. Hier unten fehlt noch der Schrank. Ist ja klar, muss man was holen. Ich habe schon eine Wäsche an. Das Ding haben wir gekauft und habe ich mit dir gekauft und habe ich jetzt für meinen Haargummis und alles sowas genommen. Also mein das drin, das ist frisch. Wäsche. Haken werden benutzt. Und das hier auch. Hier haben wir so ein Kissen. So, und jetzt mache ich weiter sauber. So, eigentlich wollten wir uns Lasagne machen. Hat jetzt nicht funktioniert, weil unsere Platten zu alt sind. Die sind genau ein Jahr alt. Die werfen wir jetzt weg. Ja, ein Fehler. So, jetzt haben wir den Müll drin geknallt. Was haben wir drin gehabt? Schwäbische Frischwein. So. Hier hast du deinen Kaffeeschatz. Ich habe meinen Cappuccino. Und ich gehe jetzt rüber. Tschüss. Morgen. Ich bin gerade noch mal auf dem Weg gewesen. Ich bin auf den Blumenstrauß gehört. Ein paar Brötchen, Pfannkuchen, Spritzringe. Heute ist wohl kein Valentinstag, ist erst morgen. Aber erstens ist der Überraschungseffekt. Und morgen haben wir wenig Zeit. Gehe ich erstmal hin. Wir mal sehen, was der Tag noch bringt. Wir müssen noch einiges tun und naja, ich muss nachher nochmal ein paar Erledigungen machen. Naja, das lassen uns das erstmal schmecken und mal gucken, was da drin ist. Hier drin ist auch warm. Hier müssen wir auch halt mal offen lassen, Schatz. Ich habe Blumenmittel, obwohl heute nicht der 14. ist. Habe ich schon gesagt, Überraschungseffekt. Ja. Und morgen haben wir wenig Zeit. Wollen wir doch gleich mal öffnen. Oh, mir geht's ab. Alleine gehen. Wieso? Du kommst da trotzdem nicht mit. Die sind schön. Da ist es ein bisschen groß, ne? Pack hier an. Die wird schon gehen. Oder? Na klar. Das ist nicht schön. Hast du noch ein Tütchen oder so? Ja, habe ich. Warte. Grüß dich gleich. Achso. Okay. Bring ich dir gleich. Jetzt erstmal erst Frühstück. Hast du Brötchen mitgebracht? Brötchen. Lecker. Spritzringe. Und Pfannkuchen. Oh, das hast du auch noch mitgebracht. Und ihr werdet zwei. Okay.
essen jetzt was. So, ich bin in meiner alten Wohnung. Und ich wollte nur mal kurz durchchecken, ob wir alles haben. Den Müll wegpacken und vielleicht nochmal absaugen. Dürfen wir nicht so, dass nur der Staubsauger ist. Hier unten sieht es jetzt echt chaotisch aus. Dadurch, dass wir die Wand da rein an, aus, abreißen. Oh, ich bin etwas erkältet. Dadurch, dass wir die Couch nicht durchgekriegt haben, muss man die Wand einreißen. Und es sieht jetzt etwa ungefähr so aus. Der Besen kommt natürlich noch mit. Hier haben wir noch eine Wasserflasche. Hier kommt natürlich auch mit. Das ist alles Müll, das machen wir nachher noch weg. Ja, die ist gleich hochgesprungen, die hat sich total gefreut. Und dann, als sie hochgekommen ist, hat sie mitbekommen, oh, hier ist hier gar nichts. So, das war dran jetzt. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Stock suchen. Und ein bisschen saugen. So weit, wie ich komme. Mir geht es nämlich noch nicht so gut. Mir ist noch ziemlich schlecht. Und wir wollen es ja nicht übertreiben. Aua. Hallo, wir sind soweit fertig. Ja. Also es fehlen eigentlich nur noch Bilder an der Wand. Sonst sind wir eigentlich fertig. Also, na gut, wir haben schon ein paar Bilder aufgehangen. Beziehungsweise, das wollen wir gleich sehen. Ja. Wir fangen erstmal an. Wir zeigen uns mal den Flur, so ja, wie alles hier dasteht. Erstmal etwas vollgestellt. Vollgerümpelt, was man halt noch. Was wir jetzt mal noch für die Woche brauchen. Fangen wir erstmal im Wohnzimmer an. Na klar. Virginia! Ja, wir haben erstmal noch die Fenster, wollen wir eigentlich ein bisschen lüften? Ja, eigentlich, wir machen es doch. Ja, wir machen es so. So, das ist unser kleines Highlight im Schlafzimmer. Wohnzimmer, Entschuldigung. Ja, das ist doch cool, oder? Ja, das sieht mega aus. Unsere Couch kennt ihr ja schon, unser Fernsehen. Und, ja. Hier ist unser Fernsehen, hier ja. Ist unser Schreibtisch. Steht noch ein bisschen voll, aber naja. Gut. Das wird natürlich alles noch. So, gehen wir ins nächste. Oder auch nicht. Was? Oder auch nicht. So, hier haben wir die Wäsche stehen. Wunderbar. Schön, dass wir erstmal jeder sehen. Okay. Hier Schlafzimmer. Ist unser Bett. Ja, Schlafzimmer, was soll man dazu sagen? Haben wir noch nicht gezeigt, Schatz. Und zwar Mama unsere Gardine. Hat unsere Gardine geschnitten. Ja, das fein. Schön hat es gemacht. Das hat so sehr fein gemacht. Schön. Perfekt. So, genau. So, ungefähr. So, okay. Und die natürlich auch. Die liegen zwar noch auf dem Boden, aber ich wollte das so. Wir wollten das so, ja, damit das halt schön dicht ist. Genau, dann kommt auch kein Licht durch. So, ja. Mehr braucht man zum Schlafzimmer erstmal nicht sagen, ne? Jetzt geht's weiter. Jens. Bock. Hast du ausgemacht? Licht an. Ja, unser schöner neuer Spiegelschrank. Achso. Hallo. Ja, den Schrank ist auch neu. Mir ist der leider zum Umzug kaputt gegangen, als ich ihn hochgetragen habe. Und deswegen mussten wir uns einen neuen holen. Der war eigentlich sehr preisgünstig. Ja. Also wir haben eigentlich was drinnen gehört, hier drin gemacht, damit wir schön klicken können. Ja. Ja, naja, gut. Bad, ja, muss man nicht mehr sagen. Ja, mit Dusche und so habt ihr alles schon gesehen. Ja, ja. Hat es ja. Nicht geändert? Klobrille hat es geändert? Ja. So, war keine drauf. So, gehen wir auch raus. Spiegel? Ja, den haben wir angepackt. Hier unten haben wir das Wasser für die Tiere und so ein kleines Spielzeug für Virginia. Hier haben wir den Kratzbaum. Ja. Das ist die Küche. Hier haben wir den Kratzbaum. Hier ist einfach so viel Platz, dass man, ja, das passt so alles schick. Ja, und unser Esstisch essen wir jeden Morgen und jeden Abend drauf. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das wirklich durchziehen. Ja, und eine riesen Fläche, da ist leer ihre Ecke, damit sie halt auch ein bisschen liegen kann. Ja, und jetzt kann sich umdrehen, weil jetzt sind wir so ein bisschen die Küche. Umdrehen. Ich sag, die Küche zeigen nicht dich.
Ja, ja, die Küche. Wir machen jetzt gerade noch schnell Hot Dogs. Genau. Und ich habe gerade mal das Wasser angemacht, weil sonst haben wir keinen Hot Dogs. Jedenfalls keine heißen Hot Dogs. Hast du jetzt erst angemacht? Ja. Hab's okay. Vergessen. Ja, Küche. Wir haben, also Daniel hat was gemacht, weil. Achso. Ja. Also, die Küche stand nämlich ein bisschen weiter nach vorne ab und das sah einfach wegen, aus. Wegen die Hähne, die Anschlüsse. Und ja. Ich habe da jetzt einfach Kabelschächte hingemacht. Genau, das sieht ganz okay aus. Man kann es machen, was? Und es kommt auf jeden Fall kein Wasser durch. Jetzt haben wir das nächste Zimmer. Jetzt kommt mein Zimmer. Ja. Erschreckt euch nicht. Das ist noch alles, was noch weggeräumt werden muss. Hier ist das Sitzkissen. Da liegt Bea oder Ginny immer drin. Hier haben wir Katzenklo, Katzenbaum. Die Schränke kennt ihr ja schon, die sind voll gemacht. Und mein Schreibtisch mit zu viel Gerümpel. Hier haben wir das Bett, das mir hingestellt. So. Das Gästebett. Das Gästebett, genau. Das ist mein Puzzlebrett. Hier ist Leas Box. Dann habe ich genug Platz. Und ja, hier habe ich meine Bücherecke. Passt also alles schick hin. Ja, achso, und der Abstellraum. Aber der ist halt nicht wirklich besonders. Es ist halt ein Abstellraum. Ja, was zum Abstellen. Genau. Tschüss. Entschuldigung. Ja. Das war schon mit dem Video. Wir haben uns noch nicht so ganz eingelebt, aber das wird noch. Unsere Erkältung ist auch fast weg. Ja, genau. Ich weiß. Ja, du hast so aufgehauen. Ja, das war's erstmal mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Ich würde eigentlich noch kurz erwähnen, dass wir den Wasserschaden behoben haben. Haben wir nicht gezeigt? Nein. Ja, also wir haben den als erstes behoben. Und dann ist noch ein anderer derselbe. Derselbe? Hm. Oh, der muss auf jeden Fall gewechselt werden, weil er getropft hat. Ja, und da muss jemand kommen. Zuerst ist der Abfluss nicht. Der Abfluss. Den hat man erst nicht frei bekommen. Na, meine ich doch, das ist was anderes gewesen. Und danach? Was der Wasserhahn? Ne, der Hahn hat nur getropft. Naja, aber. Hat er davor aber auch schon getropft. Und das hat der Elektriker oder Handwerker da dann gemacht. Mal. Nicht Elektriker. Ach. Das wollte ich noch sagen. Ja. Und jetzt so. Okay. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.